Nee, wir wurden jetzt schon zweimal gestört, weil ein gewisser Besucher oder Einwohner dieses Hauses, mein Vater, Wir wollen jetzt keine Namen nennen. gekommen ist. Und ich war gerade der Meinung, es ist wieder soweit, aber nein, das war nur Chaos, der mit seinem Fuß so eine Glasscheibe hin und her bewegt. So. Merkt ihr, man kann mit kleinen, das haben wir schon tausendmal gelesen. Merkt ihr, man kann mit kleinen Dingen anderen sowas wie von richtig auf den Sack gehen. Wo sind wir hier? Hä? Wir sind wieder hier? Ja. Why? Komm jetzt. Ja, oh. So. Aber. Ah. Halt. Ja, schön, dass wir das jetzt auch mal geklärt haben. Das war ich jetzt gerade nicht. Das Geräusch. Hä? Ja, das hat man nicht. Das ist von unten gewesen. Mensch, kriegst du die da nicht im Griff, oder was? Ich hab ein Dolch. Du weißt, was das ist. Ja. Ganz. Ein Dolch. Ja. Und du weißt, was das macht? Stechen. Nein, verletzen. Wehtun. Nein, nicht in diesem Spiel. In diesem Spiel heißt das nur. Oh, eine Mücke. Außer bei einem Tyrannomon, der sagt: Gib mir meinen Zahn wieder! Traueröldnis. Ja. Und da müssen wir auch durch. Congratulations. Ja. Now make me a sandwich. Was? Du möchtest mir ein Sandwich machen? Oh, ganz gerne doch. Habt ihr gehört, wir müssen gleich einen Cut machen. Der Ray möchte mir unbedingt ein Sandwich machen. Das finde ich aber so nett von dir. Ja, aber unbedingt. Oder wolltest du extra noch eins kaufen gehen zu einer bestimmten Firma, die wir jetzt hier nicht nennen wollen? Von dieser Uhrzeit? Nö. Klar. Nö. Hat doch noch auf. Ja, hast du Geld? Komm, ich habe beim letzten Mal alles ausgegeben. Ja, ich habe kein Geld. Waren es wohl gerade parat, was man ausgeben könnte? Ich habe kein Geld. Alter, übermorgen, also am 24. kommt ein gewisses Ding, was ich gewissermaßen noch bezahlen muss, damit ich gewissermaßen das Let's Play kann. Was glaubst du wohl, warum ich gesagt habe, was man nicht ausgibt, ne? Und dass man zwar Geld hat, aber man kann es halt nicht ausgeben, weil man das schon für was anderes ausgeben möchte. Richtig. Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Ich habe dir nicht zugehört. Kommst du? Nein. Merkt ihr, ne? Immer wenn man auf diese Wemons warten muss. Das ist schlimm, ist das. Schlimm sowas, ne? So, Säule 1 und Säule 2 habt ihr ja schon gesehen mit den Skorpionen. Jetzt zeigen wir euch gleich mal, oder? Warte mal. Komm mal ganz kurz. Okay, Pflanze, lauf. Jetzt können wir euch mal Säule 2 zeigen. Und zwar ist Säule die... Säule 3. Säule 3 meine ich ja. Die ist da oben. Hier, hinter dieser Figur. Immer auf diese Wemons. Immer muss man auf die warten. Nee, 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 schlimm sowas. Pass auf. Ich belebe dich gleich nicht wieder. Ich habe ein Messer. Das wird dir gleich nichts bringen. Das garantiere ich dir, dass dir das nichts bringen wird. Ist mir doch egal. Ey, nicht über die Brücke gehen. Nein. Pflanze! Das war knapp. Ach, never. Das sah geil aus. Yeah. Halt! Stimmt. Erkundungsbericht Nummer 10. Hier ist Chief Leomon. Drücken Sie weiter. Wir brauchen zwei ID-Schlüssel für diese Tür, wenn wir weitergehen wollen. Ein Demon in der Nähe sollte wohl die Schlüssel haben. Die haben wir aber bereits. Und man sieht ja hier Malo Minotusmon als Statue und dreimal könnt ihr raten, wer der Endgegner sein wird. Station X. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Vielleicht Mechashock X? Ja. Ja, klar, jetzt ist schon. Natürlich, mit unserem Level. Oder Yggdrasil höchstpersönlich gleich. Du weißt, dass der Endboss der Mechashocke X ist, ne? Ja, aber es gibt auch Yggdrasil. Ja. Diejenigen, die den Film geguckt haben, wissen, was ich meine. Ja. Ob Yggdrasil ein Spiel vorkommt? Nein. Schade. Es sei denn, die Bosse ändern sich nach Schwierigkeitsgrad, aber das wäre mir neu. Haben sie so heimlich, weißt du? Haben sie sich gedacht, komm, wir schleichen uns bei den Leuten mal ins Zimmer rein. Erkundungsbericht Nummer 11. Hier ist die Erkundungstruppe Nummer 5. Die starken X-Viren-Signale werden hier noch stärker. Scheinbar wird der X-Virus hier reproduziert. Aber darf ich mich jetzt heilen? Dankeschön. Bitte. Was ist hier unten? Ich glaube, da waren nur ein paar Gegenstände. Okay, das war nix. Könnte auch ein etwas stärkerer Gegner hier so lauern. Ich weiß es nicht. Ne, nur ein paar Gegenstände. Eins, um genau zu sein. Aber hier ist auch eine Brücke.
Ja, das ist eine Abkürzung selber, ne? Gut, egal. Ignore, komm. Aber geben die viele Experience. Ach. Kriegen wir mal den nächsten Gegner. Vor allem, guck mal, irgendwann muss das doch hier vollgelaufen sein, oder? Ein bisschen. Außer es ist dreifach. Sag mal, sieht das Ding nicht so aus wie die Röhren aus Mario? Die sind blau. Halt blau. Das meinte ich. Achtung, hau ab da! Ach, die kennen wir nicht! Aus der Ferne, aus der Ferne, aus der Ferne. Die machen wahnsinnig viel Schaden. Ey, Spirit. Ich mach den Lenkung. Sag schon, Ablenkungsvogel hier. Ich weiß falsche Richtung, aber egal. Achtung, 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 Achtung. Schum. That was very close. Und das ist auch die Passage, die ich überhaupt nicht mag, also. Und wie du vielleicht siehst, da unten ist noch einer. Wir müssen nur da um die Ecke kommen, nur da um die Ecke. Ja, jetzt sind wir quasi gesaved. Alright. Jetzt können wir hier einfach durch, an dem vorbei. Ich mag diese Stelle überhaupt nicht, also das geht gar nicht. Und vor allen Dingen auf schwer oder sehr schwer, da machen die Dinger so viel Schaden. Pflanze! Da muss halt bis aufpassen, ne? Was ist oben? Keine Ahnung, was kommt. Was stimmt, dann nur ein paar Kisten und dann dazu so eine Pflanze, die ich die ganze Zeit anbox. So, und jetzt kommt das, warum... Ah, erstmal müssen wir das Ding da rumklappen. Warte, ich tanz, ich tanz, ich tanz um die Kanone herum. So, und das ist die Falle, für die wir quasi die Dinger weggemacht haben. Erkundungsbericht Nummer 12, Chief Leomon. Der X-Virus scheint aus dem Malomiotismon-Tor zu kommen. Dort gibt es eine gefährliche Falle. Keiner der Gelfen, die hineingingen, kam jemals wieder heraus. Wir wissen, dass wir sehr viel Energie benötigen, um diese elektromagnetischen Falle zu bezwingen. Ja, halt. Und wenn man jetzt hier so reingehen würde, einfach so, ohne vorher da am Kraftwerk alles da kaputt gemacht zu haben, dann stirbt man hier drin. Zu 100%. Also ihr kommt da nicht raus. Sicher? Ja, sicher. Was würde passieren? Ist hier der Boden Elektrizität? Genau, es hält dich quasi an der Stelle fest und du kriegst andauernd Schaden reingedrückt. Und zwar so im 2000er Bereich. Zumindest auf unserem Level. Also wir wären quasi One-Hit. Wir sind mit einem Schlag weg. Dann könnt ihr so viel Heilungen dabei haben, wie ihr wollt. Das wird nicht funktionieren. Genau. Minifeuer! Obwohl, nee, das Minifeuer, das hebe ich mir auf. Ich weiß ja, was gleich noch kommt. Ach, hast du keine MP-Disk? Obwohl, doch, habe ich. Ah, siehst du. Seht ihr das da? Hier, denn die müssen wir zerstören. Oh. Kündigungsbericht Nummer 13, Kündigungsgruppe Nummer 1. Drücken Sie weiter. Ah, der X-Virus scheint von diesem antennenartigen Objekt auszugehen. Toll. Los, weiter. Ich wusste doch, hier waren noch welche. Gut. Achtung, da müssen noch irgendwelche kommen. Da, ich hab's auch schon gesehen. Sehr nice. So, ich jetzt hier runter. So. Achtung, Gegner. Mach mal die Antenne kaputt. Mach ich. Ich wusste, dass du drauf reinfällst. Na und? Oh, ist das herrlich. Das war nur ein Kratzer. Stell dich nicht so an. Lass uns die alle mal nach unten in der Mitte hier sammeln. Denn die rennen alle hier rein und wir kommen von außen schön mit Feuer und hast du hier alles gesehen und du mit deinem Blitz und oder mit Pistolen und rein. Pass auf, ich tanze um die Skorpione herum. Ich tanze um die Skorpione herum. Love it. Oh, von wo kommt der da oben her? Die sind wieder gespawnt worden. Na, kommt her, meine Skorpione. Ne? Kommt mehr rein, kommt her. Die Party findet hier unten statt.
Gift, was ist das? Kenne ich nicht. So. Wir beginnen eine neue Runde. Ich tanze, ich tanze, ich tanze um die Skorpione herum. Und noch ein letztes Mal. Ich tanze um die Skorpione herum. Hey! Ja, war das nicht wunderschön? Das Ding hinter mir, das gibt mir auch einen Senkel. Also mit Giga wäre es schon besser. Oder Mega. Wir wollen ja nicht jetzt übertreiben. Wir gehen. Unendlich! Klar. Das Omega. Das soll nicht mal heim. So. So, auf zum nächsten. Ja, da wartet uns. Und genau das ist doch das, wo ich nämlich immer die letzte Antenne gesucht habe. Man muss einfach nur hier runter gehen. Man sieht es einfach so gar nicht. Tatsache. Das ist so. Die hätte ich jetzt total übersehen. Ich habe diese letzte so oft gesucht. Bis zum geht nicht mehr. Also man übersieht sie so einfach. Ich hätte sie jetzt übersehen. Ganz ehrlich. Das ist einfach nur Müll. Da sieht man wieder, dieses Spiel ist nicht perfekt. Es ist geil, aber es ist nicht perfekt. Was heißt nicht perfekt? Es ist halt einfach nur so ein Trick 17. Also, ne? Man muss halt schon ein bisschen suchen. Wenn alles einem von der Nase gelegt wird, dann wäre das Spiel einfach zu einfach. Richtig. Und zu Ehren dessen mache ich noch eine Runde. Ich tanze um die Skorpione herum. Ich tanze. Weißt du, leicht ironisch. Ich habe tierische Angst vor Skorpionen und ich tanze um die herum. Na, dich habe ich gesehen. Die Partner war ein Haufen Skorpion. Und Antennen. Oder ich mag Züge. Boom. Ja, du bist Level up. Congratulations. Thank you. You're always welcome, my friend. Level 25. Das geht doch langsam aufwärts. Ich komme immer noch mit 24. 23. Du bist 23. Was habe ich gesagt? 24. Oh. Ich hör manchmal mich selber gar nicht zu. Alles klar. Okay. So, next Gebet. Was ist das da? Oh. Was ist eigentlich da hinten? Gar nichts. Gar nichts. Okay. So. Hoch, hoch, hoch. Wir müssen dann gleich dann wieder irgendwo zwei Kanonen kommen. Aber zuerst müssen wir jetzt hier runter. Und die dritte zerstören. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, treffe ich es jetzt nicht? Was ist dein Handy, Akku leer? Ja. Alles klar. Wird man aber in der Aufnahme nicht gehört haben. Das war so leise. Und wenn doch, dann lasst es euch nicht stören. So. Wollen wir doch glatt mal wieder eine Runde. Ich tanze. Und die Skorpione herum. Und ich feuer mit meiner Mini rum. Und jetzt ein Engel. Bin ich mal interessiert. 193 bei 350 gibt's die nächste höhere Version. Jetzt auf Englisch. I dance. So sie turn around of the scorpions. I don't know what I have to talk in English. This is bullshit. Not really good at this. But I can talk bullshit. Merkt ihr. Man kann das ganz einfach machen. Man braucht nur ein beklopptes Wehmann, was Köder spielen und einfach in der Mitte wie bescheuert im Kreis herumrennen. Ja, und schadenfroh ist. Ja. Oder stellt denjenigen, der heilen möchte, da unten rein. Er ist gar nicht mal wirklich. Das ist echt gar eine schlechte Idee. Dann stellt sich da unten rein, frisst den Schaden, kann sich dadurch dann schön heilen. Per Technik. Und der andere kann irgendwie von außen mit Feuer schön drauf rumhämmern. Ja, das ist doch mal eine Strategie. Ja.
extra. Wunderbar. Ich freue mich schon später bei. Kann ich spoilern? Level up! Mach doch. Jetzt. Ich freue mich schon später bei den Imperial-Dramons als Gegner. Da kann man nämlich. Ups, hier lang. Da kann man richtig schön X-Daten bei dem farmen. Im Schnitt lassen sie 20 bis 35 fallen. Wir kriegen hier als Gegner Imperial-Dramon? Ja. Sicher? Ja. Okay. Kommst du? Dafür müssen wir alle vier zerstört haben. Ah, da kommen wir so. Oh, und hier haben wir noch ein Tordes. Ich würde sagen, das werden wir auch noch aktivieren, weil wir sind ein bisschen über der Zeit. Ja, also wir machen jetzt hier noch schnell dieses letzte Ding kaputt und dann. Ja, wir können auch das sehen wir uns gleich hier vor wieder. Bingo. So, wollen wir das Skorpion ignorieren oder noch? Nee, die nehmen wir jetzt noch mit. Okay, dann bedeutet das für mich nochmal eine Runde. Let's dance around the Scorpion. Oder meinst du, ich lasse meine Technikpunkte einfach so fallen? Ja, of course. Nein. Oh, sure. Nein. Oh, are you a pussy? Seht ihr, das ist Wemer schon ein paar Mal zu oft im Kreis gerannt. Das hat schon leicht den Kollaps. Und nicht, dass er so vorher nicht gehabt hätte, aber. Psst, das können wir dir noch nicht erzählen. Ich überlege gerade, was nochmal Tanzen auf Polnisch heißt. Ich würde das gerne gleich mal auf Polnisch singen. Warte mal, wie war das Wort nochmal? Tanz? Nee, gar nicht. Gott. Rennst doch mal bitte wieder im Kreis, sonst treffe ich sie mit meinem Feuer nicht. Na gut, so, ja. Tanzen auf Polnisch. Verdammt, ich hab's vergessen. Ich bin Polen, kenn das Wort nicht. Gott, wie war das nochmal? Ich sag mal so, da kann man dir ja keinen Vorwurf machen, weil es ist ja schon schwer genug, wenn man zwei Sprachen lernen muss, also Deutsch und Englisch. Ja. Dazu dann auch noch schultechnisch halt, je nachdem, welche Klasse man ist, noch Spanisch. Und dann dazu auch noch Polnisch? Das sind vier Sprachen. Naja, bei mir ist es aber nicht Spanisch, sondern Japanisch. Ja. Domo arigato, ikitakimasu. Vielen Dank, guten Appetit. So, das wär's denn damit schon mal gewesen. Jetzt sollten eigentlich alle vier auf sein. Halleluja! Ja. So, wir benutzen okay. Aber noch einmal das Tordes. Um genau. Uns nochmal zu re-equipmen und. Wir würde ich sagen, sehen uns dann gleich drinnen. Deswegen, machen Sie es gut. Tschüss! So Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann bitte einen Daumen nach oben. Oder kommentiert es. Das wäre auch lieb, denn wir lesen sehr gerne Kommentare. Genau. Und unten links seht ihr die letzte Episode. Wenn ihr da draufklickt, dann werdet ihr weitergeleitet. Zur vorherigen Episode. Cool. Und rechts unten seht ihr den Teil zur nächsten Episode, sofern sie schon hochgeladen ist. Ganz genau. Also, viel Spaß, draufklicken für mehr und auf Wiederschauen. Tschüss.